mal ein kleines Update zu meinen Jungpflanzen im Gewächshaus. Wir haben es jetzt draußen 13 Grad und im Gewächshaus, wir schauen mal nach. Da sind es 20 Grad. Ja, so ein ganz kleines bisschen die Sonne zwischendurch reicht dann dafür aus. Und ja, der Himmel ist bedeckt. Sonne kommt da heute nicht so viel, aber trotzdem müssen die Jungpflanzen natürlich auch ein bisschen hier an das, an die äußeren Wetterbedingungen gewöhnt werden. Und darum werden sie jetzt auch nach draußen gestellt. Ah, herrlich. Und wie die schon duften. Wahnsinn, wie die in den letzten, ja, zwei Wochen Gas gefeiert haben. Gefällt mir richtig gut. Alle stehen richtig schön gerade. Sind schon in die Höhe geschossen, aber jetzt nicht irgendwie extrem die Abstände der Achseln. Sieht top aus. Bin sehr zufrieden. Das ist jetzt hier die Tomate Zuckertraube. Hat schon eine schöne Stammstärke entwickelt. Das kommt natürlich dadurch, wenn man sie dann beim Pikieren wieder tiefer setzt, dann bilden sich an den ganz kleinen Haaren, ich hoffe, ihr kennt das hier, neue Wurzeln. Also wenn die nachher nach draußen gepflanzt werden, wird sie dann nochmal wieder tiefer gesetzt. So etwas hier so bis dahin vielleicht und kann dann noch mehr Wurzeln bilden. Zuckertraube. Was habe ich hier noch? Ach, schau mal hier. Jana, das wird dich freuen. Deine Ananastomate, also jetzt meine, ist was geworden. Ein Samen war aufgegangen. Schau mal, der geht's gut. Und ich freue mich schon auf die schönen Ananastomatenfrüchte. Wollte ich schon immer in meinem Garten haben, Ananastomate. Zuckertraube, was habe ich hier noch? Ach, aus Spanien. Guck mal, die ist sehr mickrig, ne? Entweder liegt es daran, dass das hier zu kalt ist. Das ist Saatgut, was wir von Spanien mitgebracht haben, von Menorca. Die ist wirklich sehr mickrig. Mal gucken, was die anderen Spanischen machen. Da hinten Zebra. Ja, hier sind jetzt gar keine mehr mit bei, doch da auch relativ klein. Also bin mal gespannt, wie die spanischen Tomaten sich hier in Deutschland schlagen werden. Ich hole mal die anderen. Wo sind sie? Da oben. Hier sind auch noch ein paar Tomaten. Oh ja, hier, da kann ich euch auch mal zeigen. Rotkäppchen ist mehr so eine Tomate, die nicht ganz so hoch wird, mehr so ein bisschen buschig. Aber schaut euch mal den Stamm hier an. Mein Finger daneben. Schon eine schöne Stärke und schön gedrungen gewachsen. Also ist sowieso eine Buschtomate, aber trotzdem bin ich sehr zufrieden damit. Also passende Temperaturen hier drin. Hier habe ich noch eine Petersilie. Ein paar sind hier schon überall eingepflanzt, auch schon im Hochbeet. Aber diese eine hier, die soll dann noch nach vorne in den Vorgarten, in meinem kleinen Hochbeet. Da habe ich aber im Moment noch meine, ja, ich sag mal Frühbeethaube, die ich im Oktober letzten Jahres gebastelt habe. Was übrigens eine sehr gute Sache war. Also bin ich sehr zufrieden. Wir konnten da richtig ernten den ganzen Winter. Die kommt dann jetzt runter, so irgendwann kurz vor den Eisheiligen, weil dann will ich das Beet da ja auch bepflanzen. Ja, was haben wir hier noch? Sonnenherz. Das ist die, die damals noch nicht den richtigen Namen hatte. Ich glaube, da hieß sie irgendwie BASG Totras. Jetzt hat sie den Namen Sonnenherz von Bingenheimer. Richtig schöne, leckere, große Früchte. Da freue ich mich auch schon wieder drauf. Freue mich sowieso allgemein auf die Tomatenzeit, wenn das jetzt wieder richtig losgeht. Ich denke, ihr euch auch. Die kommen dann auch hier mit bei. Gut, dass wir so einen großen Tisch haben. Da passt das dann auch alles gut drauf. So, hier oben sind die Gurken. Ach, das kann ich euch auch noch mal zeigen. Bin ich auch total happy drüber. Ich weiß nicht, wer damals den Storybeitrag gesehen hat. Mein Sohn war dabei, als wir hier das Gewächshaus vorbereitet haben und so ein bisschen durchgehackt haben. Und irgendwann sagte er, Papa, da guckt was Grünes aus der Erde. Das war wirklich nur so ein ganz kleines grünes Blättchen. Ich sag mal jetzt hier so ganz hier oben so diese kleine Spitze, sonst noch gar nichts. Dann haben wir das vorsichtig ausgebuddelt. Und unten lag dann so ein ganz kleines, ja, Stück Holz, sage ich jetzt mal dazu. So ähnlich wie so ein Bambusstöckchen hier, so ganz kurz. Und daraus hat sich dieser Trieb gebildet und die kleine grüne Fläche da oben. Ja, und das haben wir dann ausgebuddelt, in ein Töpfchen gesetzt und jetzt konnte man so langsam erkennen, dass es wohl eine Feige ist. Und wir hatten hier auch eine Feige zum Überwintern drin stehen und ja, die sah sehr vertrocknet aus und da hatte ich mal mit der Rosenschere so einen Schnipp gemacht und dieses Stückchen ist dann in die Erde gefallen und daraus ist dann das geworden. Mal gucken, wie die Geschichte hiermit weitergeht. Auch mit den Gurken bin ich sehr gut zufrieden, sind super gewachsen, stehen richtig stabil da.
Ja, aber auch die müssen noch ein bisschen warten bis zu den Eisheiligen. Und die kommen nicht alle in meinen Garten. Ein paar sind auch für Freunde, Nachbarn und auch Arbeitskollegen meiner Frau. Da darf ich dann gerne sowas mal mit vorziehen. Ach so, die Feige, also die, wo ich das Stück abgeschnitten habe, zeige ich euch mal eben. Das ist diese hier. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Und hier oben, da sieht man das noch, den kleinen Schnitt. Da habe ich so ein kleines Stückchen Holz abgeschnitten. Und das ist daraus geworden. Ja, die kleine Babyfeige zur Mamafeige. Tun wir sie mal damit bei. Als nächstes dann die Paprikas hier unten. Ach ja, und hier sind zum Beispiel Töpfchen mit Salat drin. Die sind auch richtig prächtig geworden. Zeige ich euch noch mal ein bisschen näher. Anke, falls du zuschaust, das ist ein kleiner Salat, der so, ja, wie groß war der? So 2 mm vielleicht, den du mir mitgebracht hast. Ist super geworden. Ach, vielleicht kannst du ja unter dem Video hier mal schreiben, falls du noch weißt, welcher Salat das ist. Ich weiß nicht, ob du mir das damals gesagt hast. Schau mal, der hat hier ein paar Blättern oder auch hier anderen, die alle zugucken, so rötliche Flecken, als wenn ich da mit Farbe drüber gespritzt habe. Habe ich aber nicht. Ich halte es mal noch ein bisschen näher so. Ich hoffe, es wird nicht unscharf. Was ist das für ein Salat? Ich kenne den nicht, sieht aber sehr interessant aus. So ein bisschen wie Blutspritzer. Buh. Auch die kommen jetzt nach draußen mit den Paprikas. Upsa, kommt her. So, schön an die Luft. Habe ich vorhin Paprikas gesagt? Ja, das stimmt auch, sind auch Paprikas. Jetzt zeige ich euch mal eine hier. Das ist jetzt eine Corno Rosso. Sieht auch ganz gut aus. Bisschen wabbelig auf die Beine, aber die wird sich wohl noch ein bisschen stabilisieren. Deswegen sollen sie auch ein bisschen draußen stehen, damit der Wind jetzt so ein bisschen darüber hergehen kann, der da ist. Und das Wurzelwachstum ein bisschen anregt. Ja, und ich habe nämlich hier gerade noch gesehen, da gibt es auch noch die Aubergine. Die sieht auch schön aus. Richtig schön unten buschig wird sie. Schießt nicht in die Höhe. Oh, ich sehe gerade etwas, was mich ein bisschen unglücklich macht. Könnt ihr das erkennen? Läuse. Was mache ich da jetzt gegen? Ja, schaut mal weg. Ich erzähle es euch. Also man kann da jetzt was dran spritzen oder sonst was. Aber ich mache das jetzt hier einfach mit dem Daumen und reibe die weg. Insektenfreund bin ich, aber irgendwo sind auch leichte Grenzen gesetzt. Es darf wirklich alles in meinem Garten sein. Aber wenn es dann ums Essen geht, da muss ich auch ein bisschen darauf achten, dass für mich auch noch Ernte übrig bleibt und meine kleinen Babypflänzchen hier nicht da so in Mitleidenschaft gezogen werden. Es gibt genug im Garten, wo die Läuse auch dran gehen können. Gucken wir mal gleich bei den anderen Auberginen auch zur Sicherheit nach. Nein, da ist zum Glück noch nichts rübergesprungen. Also täglich mal so zwischendurch nachgucken. So, bei den Paprikas gucke ich auch mal grob durch. Da gehen die Läuse nämlich auch sehr gerne dran, gerade wenn sie in der Erde sind, also schon eingepflanzt, weil die Ameisen nämlich immer sofort kommen und die ganze Läuseschar sofort fördern. Aber toi toi toi, an den Jungpflanzen scheint noch alles in Ordnung zu sein. Holen wir die anderen auch noch raus. Jetzt habe ich hier noch den hier zum Beispiel. Das sind hier noch Zuckermelone, kann ich euch auch mal eben zeigen. Die sieht so aus. Blätter sehen jetzt nicht gesund aus, aber ich weiß auch nicht, wie eine Zuckermelone aussieht. Falls jemand von euch weiß, ob hier irgendwas nicht stimmt, schreibt es mir gerne hier unten drunter, würde mich freuen. Ansonsten sieht die Pflanze recht gesund aus, finde ich. Das hier ist eine Honigmelone, Saatgut aus Spanien mitgebracht. Die sieht jetzt im Gegensatz zur Tomate ein bisschen kräftiger aus. Ganz viele kleine Härchen. Bin mal gespannt, was das wird. Das sind alles Pflanzen, die dann nach den Eisheiligen in den Garten kommen werden. Also vorher werde ich die jetzt noch nicht raustun. Ja, und hier zwischen ist überall ja, Hokkaido-Kürbis und Zucchinis. Ihr seht schon, die kleinen Blätter kommen da so langsam raus. Kein Blätter komplett geöffnet. Hier gibt es auch schon ein paar größere dabei. Was haben wir hier? Das ist auch Hokkaido Red Curry. Wir haben viel Hokkaido. Wir mögen den gerne. Wir finden es auch klasse, dass ja, die Kugeln, also die Frucht, so diese Größe hat, Handballgröße, dann kann man die immer super direkt verarbeiten. Man muss nicht erst wieder was einfrieren oder wegpacken. Man kann ein schönes Brot draus machen, eine Suppe und dann ist das schon okay. Was habe ich noch? Mal schauen. Ah, nochmal eine ganze Lage Paprikas.
Da muss ich mir auch doch dringend was überlegen, denn da soll eine ganze Menge von oben auf meine Dachterrasse drauf. Da muss ich noch ein bisschen Erde rankarren, um die dann einzupflanzen. Aber die sehen auch alle super aus. Hier Sweet Dreams, auch hier nochmal gucken, Läuse. Noch nichts dran, aber die sind ja auch noch nicht in der Erde. Aber es ist Wahnsinn, wie schnell das geht, dass die Läuse sich doch so verbreiten an den Jungpflanzen. Also achtet immer schön auf eure Jungpflanzen. Ich gucke mal, ob ich noch was rausholen muss. Ja. Und zwar habe ich hier noch Sonnenblumen. Ich habe zwar genug, die sowieso schon im Garten wachsen. Also die keimen da ja, wo sie alle runtergefallen sind und die Vögelchen nicht das Saatgut aufgefuttert haben. Und Sonnenblumen, ja, muss man im Garten haben. Die sind immer so schön. Eine Augenweide für Herz und Seele. Dann für die Hummeln und Bienchen eine schöne, ja, Nahrungsspender. Und zum Anschluss dann, also wenn die Saison vorbei ist, super Futterpflanze für die Vögel. Muss einfach im Garten sein. Hier habe ich noch Tagetes. Die habe ich auch vor einiger Zeit ausgesät. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange. Ist schon ein bisschen her. Die sollen auch noch so ein bisschen vielleicht in die Hochbeete mit rein. Und ja, hier weiß ich noch nicht genau. Da habe ich Stevia-Saatgut bekommen von dem lieben Dennis. Garten ganz nah. Danke, Dennis. Es kommt was raus. Ich versuche es mal zu zeigen. Aber ist das wirklich Stevia so klein und so langsam? Ich weiß es nicht. Lass mich überraschen. Wer Stevia nicht kennt, es ist im Endeffekt eine Pflanze, wenn du da ein Blatt von abmachst und in den Mund steckst, denkst du, du hast so einen Süßstoffdrops im Mund. Also extrem süß. Zuckerersatz. Kann man damit halt auch in der Küche benutzen. Ja, und vorne vor, zeige ich euch auch noch. Ich stelle ihn mal eben hier ab. Da habe ich, was auch in meinem Garten auf keinen Fall mehr fehlen darf, wer erkennt's? Richtig, Kapuzinerkresse. Da habe ich rankende drin und nicht rankende. Gehen sehr unterschiedlich auf. Ich habe hier einen Buchstaben drauf, damit ich weiß auf meinem Blatt Papier, was hier jetzt eingesät ist. Ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht, welche ist. Aber hier ist ein bisschen wenig los, muss ich sagen. Mal gucken, was da noch passiert. So, ich gucke mal, ob ich noch was finden kann. Eine Sache noch. Da muss ich auch bald mal ran, das auszupflanzen. Super gekommen. Hier ein kleiner Wald. Was ist es? Kann man noch nicht erkennen, denke ich. Rucola. Meine Frau liebt Rucola und einfach mal ausgesät in so eine kleine Restschale hier, also auch Wiederverwendung, ne? Immer schön benutzen, nicht immer alles gleich wegschmeißen und ja, ausgesät, schön gewachsen. Jetzt können wir das so vierteln und überall im Garten verteilen und dann gibt es immer leckeren Rucola. Der kann eigentlich auch bald raus, aber hat ja nicht immer Zeit, ne? Ja, ich mache mal noch so einen Schwenk hier drüber und dann habt ihr ein kleines Update von meinen Jungpflanzen gehabt.